Ramadan. Welcome holy month Ramadan. Welcome Ramadan. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Atlas Küche. Heute gibt es mal wieder was ganz Traditionelles. Wir nennen es Limhensha, das ist ein Gebäck mit Mandeln gefüllt und mit Honig überzogen. Traditionell wird Limhensha als große Schnecke gemacht, das heißt ein 2 bis 3 Meter langer Strang, der zur Schnecke gerollt wird und nach dem Backen erst in kleinen Portionen aufgeteilt wird. Ich mache heute von vornherein die Mini-Version, also so Mini-Limhensha, finde ich gerade für die Gebäckplatte an Reed viel schöner serviert. Und ich denke, wir können jetzt direkt loslegen und hier kommen jetzt die Zutaten. Ich habe hier Zucker, blanchierte und geröstete Mandeln und ein Teil blanchierte Mandeln, Filoteig, Orangenblütenwasser, Gummi Arabicum, Glukosesirup und flüssige Butter. Ich starte zunächst mit den Mandeln, die müssen nämlich noch zerkleinert bzw. gemahlen werden. Bevor es weitergeht, ich mahle zunächst die gerösteten Mandeln. Die hier sind noch recht heiß, also gerade erst frisch geröstet. Die könnt ihr entweder in etwas Öl oder im Backofen geben, das geht beides. Jetzt fragen sich aber bestimmt viele, wieso nur ein Teil geröstet ist. Die Füllung soll nur so ein leichtes Röstaroma bekommen. Und durch den Ausgleich der ungerösteten Mandeln ist die Füllung nicht so stark im Geschmack. Sonst würde man die anderen Aromen, wie zum Beispiel des Orangenblütenwassers und des Gummi-Arabicums, nicht so richtig zur Geltung kommen. Die blanchierten Mandeln habe ich schon gemahlen. Nun gebe ich sie ein weiteres Mal mit dem Zucker in den Mixer und zerkleine bzw. mahle nochmal alles, bis ich eine feine Masse erhalte. Dieses Granulat, was ihr hier seht, ist Gummi Arabicum und wird aus den Akazienbäumen gewonnen. Es ist im Prinzip nichts anderes als Harz, was getrocknet wird. In der Regel findet man es in jedem arabischen Supermarkt oder in der Apotheke. Dort erhält man es allerdings als Pulver. Im Supermarkt bekommt man es als Granulat. Das müsst ihr dann nur noch zu Hause mahlen. Und das gebe ich jetzt mit einem Esslöffel Zucker in einem Mixer und mahle es so lange, bis der Kristallzucker quasi zu Puderzucker wird. In diesem Schritt vermische ich zunächst die Mandeln gut miteinander und gebe dann die restlichen Zutaten hinzu und knete alles zu einem festen Teig. Wenn sich alles gut verbunden hat und aus der Masse so kleine Kugeln formen kann, dann ist die Füllung fertig. Falls die Masse noch etwas auseinanderfällt und nicht so ganz zusammen fest bleibt, dann fügt noch etwas Orangenblütenwasser hinzu, aber immer peu à peu. Aber ich habe euch die genauen Mengenangaben im Blog hinterlassen und wenn ihr euch strengstens genau danach richtet, dann sollte eigentlich alles von vornherein klappen. Jetzt wiege ich die Füllung noch ab. Pro Limhensha nehme ich immer 15 Gramm Mandelmasse. Wenn alles abgewogen ist, dann bedecke ich die Füllung noch mit Frischhaltefolie, damit sie nicht austrocknet. Und mein Filoteig teile ich einmal durch zwei, genau durch die Mitte. Hier nehme ich immer den Filoteig vom Asiaten, der für die Frühlingsrollen. Mit dem kann ich euch garantieren, dass man dieses Gebäck problemlos verarbeiten kann. Ihr seht selbst, dieser Teig ist reißfest und lässt sich super verarbeiten, denn das ist hier nämlich ganz wichtig. Es soll auch keine Werbung sein oder so. Insofern kann ich euch diesen Teig nur ans Herz legen. Nun nehme ich ein Filoblatt, das lege ich mir waagerecht hin. Das Ende bestreiche ich mit einem verquirlten Ei, lege oberhalb, also ganz am Anfang, die Füllung, die ich vorher zu einem dünnen Strang geformt habe. Die Seiten müssen frei bleiben. Ich halte immer da einen Abstand von 2 cm, damit es sich gut rollen lässt. Und nun rolle ich den Filoteig ganz fest über die Füllung. Anschließend rolle ich es zu einer Schnecke. Und das Ende bestreiche ich leicht mit Ei. Und klemme es zum Schluss mit Hilfe eines Eisstiels so im Zwischenraum, damit sich die Schnecke nicht wieder löst.
Mit dem Eisstiel geht es ganz gut. Hierfür bloß keine spitzen Gegenstände nehmen, sonst macht man den Teig kaputt. Nun ist alles soweit fertig und nun müssen die Menchas nur noch in den Backofen. Vorher bestreiche ich sie aber noch ganz leicht mit geschmolzener Butter und gebe sie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für etwa 20 bis 30 Minuten. Das Gebäck muss nur so eine leicht goldbraune Farbe bekommen, mehr nicht. Hier habe ich ganz normalen Honig, den ich nur vorher erwärmt habe. Das Gebäck ist hier frisch aus dem Ofen und nun tauche ich die Mhencha für eine Minute in Honig und gebe sie anschließend zum Abtropfen in einem Sieb. Zum Schluss mit gehackten Mandeln bestreuen, die habe ich vorher noch in der Pfanne geröstet und voilà, fertig ist unser traditionelles Gebäck. Ja, und das war's auch schon mit diesem Rezept. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Ramadan-Reihe neigt sich so langsam dem Ende zu. Es war wirklich eine tolle Zeit mit euch. Ich möchte mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken. Danke fürs tolle Feedback, danke fürs fleißige Kommentieren und Liken. Nur durch euch hat das Atlas-Küche übrigens vorgestern in den Trends geschafft. Das war für mich so voll das Wow. Also ich war wirklich total geschockt. Ich hätte nicht damit gerechnet. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid wirklich Spitzenklasse. Und auch an die Leute, die gerade nicht so begeistert waren von meinen Videos. Ich bedanke mich trotzdem bei euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um meine Videos anzuschauen. Vielen Dank und ja, ich wünsche euch jedenfalls ganz viel Spaß beim Nachmachen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!